Hallo ihr Lieben, eigentlich wollte ich euch jetzt hier was Basteliges zeigen, aber Sammy dachte, wow, klasse, direkt ein weicher Platz für mich, nicht Schatz? Dann zeige ich jetzt ein Video, wie man eine Katze streichelt. Ja, Sammy, jetzt habe ich dein Hinterfüßchen. Ja, also pass auf, du bist der süßeste Kater der Welt, ganz sicher. Bestimmt. Ich wollte euch aber eigentlich was ganz anderes zeigen. Also, ich bin ziemlich aufgeregt. Am Mittwoch, jetzt am 22. Januar, ist großer Basteltag bei QVC. Und da gibt es eine ganz tolle Premiere. Um 14 Uhr wird Maria Gato neue Sets von CraftBuddy vorstellen. Das ist die erste Bastelshow von CraftBuddy. Die Produkte liefen bisher unter anderem Namen. Ich drücke es mal so aus. Unter anderem Namen. Um 23 Uhr wird es natürlich auch wieder eine Crystal Art Show geben. Das ist Diamond Painting. Ja, jetzt will er mit dir schmusen. Pass auf, dass die Kamera nicht umgibt. 23 Uhr gibt es Diamond Painting, um 14 Uhr eben Basteln. Ich habe euch schon einige Sets gezeigt. Ich setze nachher auch alle Artikelnummern unten drunter. Von Crystal Art, von den ganzen Bildern, Karten und Stickern, wo man die kleinen Kristalle drauflegt. Und auch die ganzen Artikelnummern von den neuen Sets, die dann vorgeführt werden. 14 Uhr. Und hier habe ich jetzt ein bisschen gespielt, außer mit dem Kater Sammy. Mit den Farben. Hier sind die Farben. Sprühfarben auf Wasserbasis. Ich habe, also Vorsicht, man kriegt doch trotzdem ein bisschen bunte Finger, wenn man damit spielt. Katzenhaare entfernen. So. Dann schaut euch doch mal die Blümchen hier an. Das sind die neuen Margeriten. Die werden auch in der Sendung präsentiert werden. Ich habe das Unboxing-Set ja schon hochgeladen und euch gezeigt. Da gibt es auch diese schönen Kristallfäßchen, ja. Keramikfäßchen, zwei in quadratisch und eines in länglich. Die passen wunderbar zusammen. Denkt an all die Feste, die jetzt kommen. Hochzeiten, Kommunion, Konfirmation, Firmung, was auch immer. So, und hier sehen wir die Blümchen, die Margeriten in dem Fall. Davon habe ich drei selber eingefärbt mit diesen Sprühfarben. Also die einzelnen Blütenblätter. Habe ich vorab gesprüht, den hier, sogar erst vorhin. Ich ziehe den mal raus, dann seht ihr mal, wie so eine Blume aufgebaut ist. Also, das Grünzeugs hier, die Zweige, die sind auch mit in dem Set, wo die Keramikvasen drin sind. Dann die Stielchen ebenfalls bei den Vasen. Und dann hier oben ist das Blümchen. Das besteht aus 6 Blütenblättern. Wie das geht, habe ich auch schon im Video gezeigt. Ja, dann steckt man alles wieder zusammen. Wo ist mein Stielchen? Sehe gar nichts von lauter Blüten. Und ja, ich wollte einfach mal sehen, ob das klappt. Das klappt natürlich wunderbar. Und es gibt ein ganzes Set. Du bist ein süßer Kater. Ein ganzes Set nur mit weißen Blüten. Mehrere Arten von weißen Blüten. Also Nelken, ich weiß nicht was alles. Lasst euch entweder überraschen oder schaut mal bei Pedis Pappart rein. Die hat ja auch Videos. Sammy liebt die Blumen, wie wir sehen. So, die Keramikvasen kommen übrigens schon komplett mit Steckschwamm drin. Styropor-Steckschwamm. So, und die kann man, wie ihr gesehen habt, jederzeit auch ändern. Andere Blümchen rein. Sind die schön? Upsa, das ist eine Farbe, ne? Ja. Die Wäschen, die könnt ihr mit Glitzerstein bekleben, die könnt ihr mit Acrylfarbe einfärben, mit Lack, wie auch immer ihr möchtet. Ach, ich liebe die kleinen Margeriten. Bei QVC heißen die merkwürdigerweise Gänseblumen, wir sind da anderer Meinung. Also, ich bin da anderer Meinung, CraftBuddy eigentlich auch. Denn Gänseblümchen ist doch das, was wir auf der Wiese finden. Die sind entweder weiß oder rosa und so klein. So. Das sind Margeriten, die sind größer, die kommen in verschiedenen Farben. In dem Set sind auch hellblaue dabei und knallrote und eben weiße und ach, 6 oder 8 Farben sind da drin. Ihr könnt ja mal gucken. Wie gesagt, Unboxing-Video ist auch schon da. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich mit den Farben noch so experimentiert habe.
Ich habe hier mal einfach begleitet von Kommentar von Sammy so Kartenrohlinge, ganz simple Kartenrohlinge. Ich habe es neulich bei einer Karte schon angewendet. Das Simpelste, um einen Hintergrund zu machen, ist das Sammy. Kannst du gar nicht leiden, wenn jemand steht. Hm? So, dann nimmt man einfach eine der Farben. Ich habe jetzt hier Mango, das ist ein Gelb. Und sprüht so von oben runter. Je weiter entfernt man sprüht, desto feiner wird der Sprühnebel. Ach, vielleicht nehme ich eine stärkere Farbe, eine kräftigere. Dann kann man es nämlich besser sehen. Was haben wir hier? Fuchsia, ja, das ist gut. Ich schüttle immer erst ein bisschen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht nötig, aber ich mache es trotzdem. Also, schüttel von oben herab, sprühen. Aufpassen, dass kein Kater dazwischen ist. So. Im Prinzip ist das jetzt schon ein fertiger Hintergrund. Da kann man jetzt einen Gruß draufsetzen, ein 3D-Bild. Nee, Schatzi, jetzt kannst du nicht mehr herkommen. Jetzt ist ja hier farbig. So, dann kann man noch schön eine andere Farbe mit dazu sprühen. Das ist aber jetzt auch schön. Grün mit Fuchsia. Hm? So, dann kann man es entweder mit dem Föhn trocknen, Heißluftföhn, oder einfach so trocknen lassen. Oder, was auch ganz putzige Effekte ergibt, ist tupf, 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 tupf. Einfach mit so einem Küchentuch abtupfen. Ich finde den Effekt genial. Da zahlen wir sonst viel Geld für, um so, solche Hintergrundpapiere zu kaufen. Ne? So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich schon gesprüht habe. Hier habe ich ganz viel Farbe drauf gesprüht. Und zwar von relativ nah. Da habe ich also einmal den lila Ton. Das ist hier, der heißt Blackberry, Schwarzbeere. Den habe ich einmal so quer rüber. Und habe dann Mango, Orange, so herum. Und habe es einfach so trocknen lassen. Dann sind die hier in der Mitte ineinander verschwommen. Sieht das nicht toll aus? Dann habe ich, ach ja, das war was Lustiges. Als ich diese Blütenblätter für die Blümchen hier ansprühte, lagen die auf einer Knallfolie. Ich hatte so eine Knallfolie gerade da, habe die ausgebreitet, die Blüten draufgelegt, angesprüht. Ja, ist jetzt trocken, du kannst wiederkommen. Die Blüten abgenommen zum Trocknen und dann dachte ich, ach, da ist ja ganz viel drauf und habe einfach mal so ein Kartenpapier drauf gedrückt, so. Und da sieht man genau die Blüten abgebildet. Sieht das nicht irre aus? Hätte ich das ein bisschen sorgfältiger gemacht, sähe es noch besser aus, aber ich finde es auch so ganz klasse. Wenn wir jetzt da so ein paar Blüten dann drauf befestigen, was machst du da? Neuen Akku? Ist der Strom alle? Haben wir keinen Strom mehr? Ja, ich finde, das sieht auch ganz klasse aus. Das habe ich aber nicht weiter verfolgt jetzt. Aber ich habe dann hier, da habe ich so ein Stück Pappe gerissen, diese Form dann, und habe oben angefangen und dann immer ein Stückchen weiter runter. Es tut mir leid. Aber ihr liebt Sammy, ich weiß es. Hm, Sammy, du liebst die Kamera, ne? Also ihr seht, ich habe dann immer ein Stückchen weiter runter, so ein bisschen versetzt, dieses gerissene Blatt Papier gelegt und habe immer neue Farbe aufgesprüht. Also es gibt ganz faszinierende Hintergründe. Übrigens bei Piddys Pop Art, da gibt es noch mehr von den Farben, also noch andere Farben. Aber dieses Set wird eben zu Puffer C kommen. Diese 6 schicken, auf Wasserbasis gefüllten Farben. Dann habe ich mir ein anderes Papier genommen, auch die Kante genommen, genau wie hier, nur eben gerade. Dann hier habe ich gesprüht und getupft, wie wir das, ach Sammy, jetzt muss aber ein Stückchen gehen, wie ich das hier eben gemacht habe, nur eben so einen Farbverlauf dann auch gemacht. Oben das Lilane und unten das Grüne gesprüht. Und wie gesagt, irgendwas drauf machen, Blümchen, Spruch, 3D-Motiv, was immer. Und hier, ich sag mal nicht, was ich da angesprüht habe. Mal sehen, ob jemand dahinter kommt. Wer dahinter kommt, also der Erste, der dahinter kommt, was ich da angesprüht habe, der bekommt von mir einen Preis zugeschickt. Einen kleinen Preis, nichts Riesiges, aber der bekommt von mir einen kleinen Preis. Der Erste, der es korrekt rausfindet.
Das kann die Kamera mal richtig einfangen, damit man es gut sieht, was das denn wohl ist. So, ihr könnt ja Standbild machen. Hier, das finde ich besonders bemerkenswert, was ich dann hier gemacht habe. Hier habe ich 3 Farben draufgesprüht. Das war also auch mit lauter kleinen Pünktchen benetzt wie hier. Habe es dann getupft und in der Mitte ein bisschen Wasser noch draufgesprüht und nochmal getupft. Das ist also jetzt fast wie eine ganze Fläche, aber eben doch nicht. Das war übrigens eine Schimmerkarte, deshalb schimmert das auch noch immer richtig schön. Ja, wenn das Kartenpapier schimmerig ist, das bleibt dann nachher immer noch schimmernd. Ja, Sammy. Und hier, ja, das werde ich, das sage ich nicht, das braucht ihr nicht zu raten, was ich da hingelegt habe. Es war eben einfach was Rundes, was ich draufgelegt habe, habe alle Farben drumherum gesprüht, das Ding zum Schluss weggenommen und dann Gelb noch reingesprüht. Ich finde, das sieht fast aus wie eine Sonne. Ja, fand ich einfach ein Gag. Ich will dann hier so einen schönen Acrylschmetterling oder so einen Metallschmetterling mal gucken, der dann so da reinfliegt und dann hier einen Spruch drauf machen und dann ist schon wieder eine Karte fertig, eine süße. Ja, das war's, was ich euch ganz kurz zeigen wollte. Bitte nicht vergessen, Mittwoch. Wir sind ganz aufgeregt. Ich habe ja die große Ehre, dass ich nicht nur so Übersetzungen machen darf für Craft Buddy. Das ist eine kleine englische Bastelfirma. Ja, so klein sind sie jetzt gar nicht mehr. Sie wachsen und wachsen, weil die Produkte eben einfach super sind. Sondern ich bin noch im Design-Team Deutschland zusammen mit Petra von Pedis Pop Art und Kerstin Willegaller. Wir drei sind also momentan das deutsche Design-Team. In England gibt es natürlich noch viel mehr Leute. Und ja, deshalb sind wir ganz aufgeregt, wie es am Mittwoch wird. Die erste Show Basteln mit Craft Buddy Artikel. 14 Uhr bei QVC, dieser Bastelsender. Den verlinke ich euch unten auch gerne. Ja, und um 23 Uhr dann Crystal Art. Ganz tolle neue Motive auf Bildern. Bis 95 x 60 groß. Richtig groß. Und Karten mit Crystal Art und ganz süße Sticker. Abziehen, aufkleben, fertig. Ja, und natürlich jede Menge Blumen, Margeriten, weiße Blüten, ganz viel Grünzeug, Kränze, Girlanden, Vasen, alles drumherum. Also, es wird richtig schön. Ja, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich würde mich sehr freuen und sagt mal, bis bald. Sammy, du auch? Sammy? 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 Nicht nur schnurren, du musst was sagen, Schatz. Hm? Jo, ein Süßer. Also Sammy und Renate und der Mann hinter der Kamera sagen tschüss, bis bald. Hm.